meine lieben Freunde, neues Hertha-News-Video. Morgen gibt es ja das äh, sehr, sehr spannende Aufeinandertreffen Hertha gegen Hansa Rostock. Heute in dem Video geht es hier um Martin Dardai. Da gibt es auch wieder neue Gerüchte rund um den FC Augsburg. Es geht um Linus Gechter, äh, Vertragsverlängerung. Es geht um einen neuen Geschäftsführer für Hertha, der ab Sommer kommen könnte. Es geht um Patrice der kurz äh, vor einem Wechsel von uns wegsteht. Und ähm, ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt doch gerne dran. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da. Wir sind heute Abend ab 19.30 Uhr bei Twitch online, machen quasi nochmal so einen Vorberichtstalk, beziehungsweise wir quatschen über alle Themen, die gerade bei Hertha interessant sind. Also Tommys Coffee Talk kommt gerne 19.30 Uhr auf Twitch. Ähm, danach gehen wir dann rüber zusammen mit Benny, gibt es den wöchentlichen Fußballtalk, wo wir sicherlich auch über Hertha reden werden. Also ich freue mich auf den Abend mit euch. Gestern habe ich ja leider keinen Stream geschafft. Seid gerne mit dabei. Und falls es nicht gesehen habt, guckt euch gerne noch, da bin ich sehr, sehr motiviert gewesen gestern, das Vorberichtsvideo zu dem Spiel gegen Hansa Rostock am Freitag um 18.30 Uhr an. Und jetzt legen wir los. Mit welchem Thema wollen wir denn starten? Vielleicht Patrice Chovic, weil über den haben wir schon im Stream gesprochen am äh, Dienstagabend. Der ist der jüngere Bruder von Maurice Chovic, ähm, U17 spielt er derzeit bei uns, 16 Jahre jung, kroatischer U17-Nationalspieler. <laughs> Und eigentlich auch ein richtig großes Talent. Ist vielleicht gemein, sowas zu sagen, aber man sagte ihm nach, das größere Talent der beiden Brüder zu sein. Und äh, zentrales offensives Mittelfeld ist ja schon Ewigkeiten bei Hertha. Aber Vertrag läuft im Sommer aus und wird uns wohl in Richtung Werder Bremen verlassen. Ich weiß, dass ich dann immer direkt bei solchen Nachrichten Kommentare lese, wie das ist der Berliner Weg. Aber ey, nochmal, du wirst nicht jedes Talent halten können. Das ist einfach so. Ich glaube, da spielen auch ganz, ganz andere Aspekte mit rein. Das ist jetzt natürlich von mir nur interpretiert, ja, keine Fakten, aber ja, diese ganze Thematik mit Jovic, der jetzt U16-Trainer ist wo es ja auch mal hieß, der wurde dahin degradiert und ich glaube, dass er auch nicht da ja, das beste Verhältnis besteht zu Paul Dardai. Und ähm, ja, da wollte man mit Patrice Czowicz verlängern, aber ähm, er hat sich eben Zeit gelassen. Und dieses Zeitlassen haben wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit des Öfteren gesehen. Wenn Sie Spieler Zeit lassen wollen, dann sind Sie ja meistens weg. Siehe, ähm, Benze, Dada im Endeffekt. Und jetzt steht er kurz vorm Wechsel, ablösefrei zu Werder Bremen, was natürlich bitter ist. Es wird natürlich dann trotzdem sogenannte Ausbildungsentschädigungen geben und auch, ähm, falls Wechsel zustande kommen, auch diesen Solidaritätsbeitrag, den man ja immer bekommt, den man auch berechnen kann bei transfermarkt.de so näherungsweise. Es ist schade, aber es hat sich abgezeichnet. Hertha hat ihm ja wohl auch das Kapitäns- oder des Kapitänsamts entbunden in der laufenden Saison. Und Boris Lumm ist Kapitän geworden, den man ja unbedingt halten will, wo es ja auch schon Gerüchte darüber gab, dass er, oder was heißt Gerüchte, der Kicker hat darüber berichtet, dass unter anderem Boris Lumm eines der Talente ist, die nach der Wintervorbereitung, wo er auch mitmachen durfte, eben auch im Sommer mit dabei sein darf. Der ist jetzt Kapitän, also hatte sich alles angedeutet. Laut der Bild gibt es wohl in Bremen einen vier Jahresvertrag war ein großes Talent, aber ich würde nicht deswegen sagen, dass wir nicht vom Berliner Weg reden können, weil wir müssen auch mal sehen, wie viele Talente wir eben langfristig binden konnten, was uns vorher nicht gelungen ist. Also keine Ahnung, ob uns in den Jahren davor, wo wir eben auch nicht auf die Jugendspieler gesetzt haben und den Fokus dann eben auch nicht so ganz klar darauf gelegt haben, ob dann Ibo Maser überhaupt einen Profivertrag bis 2026 hätte, ob ein Boris lobende eine Ausstiegsklausel von 5 Millionen hätte, ob wir mit einem Luis Trus oder einem Julius Gottschalk verlängert hätten, die ja auch als Top-Talente gelten. Vorher hatte man oft so das Gefühl, ja, die ganz großen Talente gehen schon mit 14 gefühlt zu Bayern, wie Ilgashi, und äh, verlängern kriegen wir dann nur hin bei den Spielern. Ähm, die bei uns auch nicht so wirklich die Perspektive haben. Wir man ja auch mit Clemens vor der Saison verlängert. Also es ist schade, aber dann ist es eben so. Dann soll er sein Glück in Bremen suchen. Ähm, Bremen soll wohl Leipzig als auch Wolfsburg ausgestochen haben. Ja, bei Wolfsburg würde er dann auf Mitkonkurrenten Benze Dadei treffen, der eine ähnliche Position spielt. Bei Leipzig, weiß ich nicht, ist es jetzt auch nicht gerade einfach, sich durchzusetzen. Hat man an Samatschic gesehen, da musste dann doch eher den Umweg gehen. Ähm, was aber auch beides. Ähm, regional naheliegend an Berlin natürlich wäre. Ja, und Bremen ist für mich eigentlich, das kann sich im Sommer mit einer Trainerentscheidung oder mit einer anderen Ausrichtung gegebenenfalls ändern. Aber wir sehen, dass eigentlich Bremen keiner der Clubs ist, der jetzt für ja, in der jüngsten Vergangenheit für die Jugendarbeit steht. Ja, also da ist es ja eher so, dass dann Spieler wie Voltemade oder Dingchi auch das Weite suchen, die sind ja jetzt keine ganz Jungen mehr, aber weil eben häufig dann doch eher auf die Alteingesessenen gesetzt wird. Mal gucken, ob er sich da durchsetzen kann. Bitte halt nur, dass er uns da einer Ablöse frei verlässt. Aber so ist das nun mal, ähm, auch in dem Geschäft. Und ähm, ja, wirst du nicht komplett verändern können, kannst auch nicht mit jedem Spieler verlängern. Auch wenn ich da sagen würde, dass, oder dass zumindest einschätzen würde, so was ich alles über ihn gelesen und gesehen habe von ihm, ähm, dass ich ihn schon eigentlich gerne behalten hätte. Und Hertha wollte ja auch mit ihm verlängern. Ja, kommen wir zu der Geschäftsführerposition. Tom Herrich wurde ja verlängert der Vertrag bis Ende 26. Jetzt soll laut der Bild oder der Sportbild war es eigentlich soll demnächst eventuell ein weiterer Geschäftsführer vorgestellt werden und zwar für den Bereich Finanzen. Ähm, Tom Herrich hatte das ja jetzt alleinig übernommen, seit Freddy Bobic eben raus ist. Äh, Ingo Schiller ist ja dann auch ausgetreten als Geschäftsführer Finanzen und er hat jetzt alleine die Geschäftsführerposition inne und da will man wieder mit ein bisschen die Aufgaben eben verteilen und vielleicht wirklich in, in unserem Sanierungsprozessen Finanzexperten holen und da gibt es eben Gerüchte um einen Paderborner bietet sich ja an, dass wir gerade gegen die gespielt haben. Die Rede ist von Ralf Huschen, 44 Jahre alt, derzeit Geschäftsführer Finanzen beim SC Paderborn, ist auch Mitglied im Aufsichtsrat DFL GmbH und Mitglied im DFB Vorstand. Man könnte jetzt sagen, er ist gut vernetzt. Ob wir das Mindset-mäßig alle so begrüßen, ähm, Leute, die dort mit dabei sind, zu bekommen, ist eine andere Frage. Aber es geht ja erstmal nur ums Fachliche. Es ist ja der Bereich Finanzen. Äh, da soll es laut der Bildzeitung vorrangig einfach um diese ähm, Anleihenrückzahlung gehen. Also wirklich eine Strategie zu entwickeln. Wie geht man mit dieser Anleihe um, die ja jetzt zu erhöhten Zinssätzen nochmal verlängert wurde bis 2025 im November? Das heißt, wenn wir. Anfang nächsten Jahres im März die Lizenzunterlagen einreichen, dann müssen wir schon irgendwie eine Klärung für die Anleihe finden. Sonst haben wir das gleiche Problem wie im Abstiegsjahr, weil äh, ja, da muss entweder wieder mit den Gläubigern oder mit den Anleihen. Nehmern quasi wieder eine Verlängerung ähm, ausgehandelt werden oder es muss irgendein Konzept geben, Triple Seven schießt nochmal Geld rein, wir haben irgendwelche Spielertransfers. Es muss ja irgendein Konzept geben, die eben langfristig loszuwerden, weil in der nächsten, äh, ja bei der nächsten Lizenzbeantragung wird das sicherlich Thema und dafür, darum soll er sich eben federführend dann auch kümmern, was glaube ich auch eine wichtige Sache ist, weil natürlich kann man jetzt sagen, wir können ja die immer weiter verschieben die Anleihe, solange die Gläubiger da mitspielen, aber wir dürfen eben nicht vergessen bei den derzeit hohen Zinsen, die wir dort zahlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, auf jeden Fall ich glaube fast 16 Millionen Zinsen oder so äh, per Annum. Das ist ja dann irgendwann wirklich wie bei der wie bei einem Privaten mit einer Schuldenfalle, wenn du dann immer die, deine Dispo-Kreditzinsen bezahlen musst und irgendwann die dich einfach komplett ausfressen, weil du, auffressen, weil du schon mit der Tilgung der Zinsen überfordert bist und zur Tilgung des, äh, ja, in dem Falle der Anleihe oder der Schulden eben gar nicht mehr kommst. Ne? Also das ist ja auch nicht zu vernachlässigen, was da an Zinszahlungen geleistet werden muss. Ja, auf jeden Fall waren da auch noch andere, unter anderem jemand äh, vom VfB Stuttgart im Gespräch. Der soll allerdings wohl zu teuer sein. Also auch da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir gewisse ähm, Budgetierungen haben und jetzt nicht wieder das Geld einfach aus dem Fenster werfen. Wir haben ja generell, was unser Organigramm geht, schon sehr stark zusammengeschrumpft, sage ich mal. Ähm, aber in gewissen Bereichen, gerade in so einem Essentiellen wie dem Finanzbereich, da wäre es schon gut, ähm, wenn diejenigen, die das machen, eben nicht noch mit Tausenden von anderen Aufgaben nebenbei ähm, gefordert sind. Ja, kommen wir zu Marton Dardai. Auch da wieder, also die Bildhaut jetzt ein Gerücht nach dem anderen raus, ob da jetzt wirklich jedes der Wahrheit entspricht, keine Ahnung. Manchmal ist ja auch nur ein Fünkchen Wahrheit dran. Ähm, da soll es jetzt um Gerücht gehen. Der FC Augsburg soll Interesse an einer festen Verpflichtung vom, von Marton Dardai haben. Also das könnte wenn wir jetzt mal spinnen, es wirklich passieren, dass äh, nach benzel da letztes Jahr hatten wir vier Dadais, nach benzel jetzt auch noch Marathon geht und wer weiß was mit Pal dardai passiert. Ähm, die Bild berichtet davon, dass äh, der FC Augsburg Interesse hat. Wenn man sich jetzt mal den Kader vom FC Augsburg anguckt, sie haben ja letztes Jahr ablösefrei Patrick Pfeiffer verpflichtet, der ja langsam jetzt vielleicht auch ein Fahrt kommt war ja glaube ich auch am Anfang gesperrt sie haben einen Rovellio der eigentlich schon weg vom Fenster war der jetzt aber wieder richtig gut performt sie haben Bauer sie haben Udukai sie haben äh, Oxford davon aber auch immer wieder einige verletzt und einige Verträge laufen auch aus könnte ich mir schon vorstellen dass das interesse da ist martin ja immer noch ein sehr sehr junger mann das darf man einfach nicht vergessen laut der bild zeitung bietet der fc augsburg uns zwei millionen ablöse ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde ihn ungern abgeben, vor allem für zwei Millionen. Heute hat der Kicker darüber berichtet, dass Hertha sowohl Linus Gechter als auch Marton Dadei einen Vertrag angeboten hat, einen neuen. Was ich auch als äh, absolut sinnvoll erachte, hatte ich ja schon gesagt. Denn sowohl der Vertrag von Marton als auch der von Linus Gechter, die ja im Moment, Stand letzter Spieltag, Unsere Stamminnenverteidigung bilden. Beide Verträge laufen nächstes Jahr aus. Das heißt, du musst ihnen jetzt ein Angebot unterbreiten und sollten sie sagen, das möchten wir nicht annehmen, sowohl bei Linus als auch bei Marathon, ja, dann musst du sie verkaufen, weil wir haben das schon so oft bei Clubs gesehen, unter anderem auch bei Gladbach, was das für Nachwirkungen na, oder was für Wirkungen nach sich zieht, wenn du Spieler eben ablösefrei abgibst und für sie keine Ablösezahlung erhältst. Also muss ganz klar. Die Prämisse sein, wir wollen verlängern. Das scheint ja laut Kicker auch der Fall zu sein bei beiden. Wenn sie nicht wollen, ja, dann, dann muss man sie eigentlich abgeben, auch wenn, wenn wir es eigentlich nicht wollen, weil sonst gehen sie nächstes Jahr ablösefrei. Ähm, Marton Dardai, wie gesagt, schon ewig bei uns, ist ja völlig klar. Man muss sagen, nach seinem fulminanten Start, wo er auch zum Spieler der Saison gewählt wurde, obwohl er nur die Rückrunde dabei war, ließ die Entwicklung ein bisschen nach oder zu wünschen übrig. Man hatte sich eine. Ja, nach dann den vier Jahren, wo er dann, das, vier, fünf Jahren, wo er das erste Mal Bundesliga gespielt hat, schon mehr Entwicklung erhofft, gerade weil man eben auch gewisse Fähigkeiten bei ihm gesehen hat, die halt schwer zu erlernen sind, was zum Beispiel die Spieleröffnung angeht. Allerdings war es ja in den letzten Jahren auch häufig sehr, sehr schwierig, viele Trainerwechsel, unterschiedlichste Spielsysteme, viele Rotationen, Marathon viel verletzt und vor allem seltenst auch Spielsysteme die vielleicht auf ihn wirklich zugeschnitten waren ja also ähm, dann positionswechsel sechser position gespielt was für mich ist er perfekt für eine Dreierketten-linke Innenverteidigung, sage ich euch, wie es ist. Und dann bei einer Mannschaft, die viel spielerisch lösen will und auch viel Ballbesitzfußball spielt. Weiß nicht, ob der FC Augsburg dafür der prädestinierte Club ist. Damals gab es ja so Gerüchte auch um Leipzig und so weiter. Das hätte ich mir damals sogar wirklich vorstellen können bei ihm. Also rein vom Fußballerischen her. Er hat dann bei uns verlängert. Ähm, Augsburg spielt jetzt unter Torup schon etwas anderen Ball, aber sie bleiben schon ihrer Linie treu, ne, dass sie diese eklige Spielweise haben, kompakt stehen und dann eben zuschlagen. Ähm, ja, für ihn wäre es natürlich Bundesliga, für ihn wäre es eventuell vielleicht nicht der nächste Schritt, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ich würde ihn gerne halten. Er spielt ja jetzt auch mit Ungarn noch die EM hier in Deutschland. Könnte sein, dass er bis dahin abwarten will, ob er verlängern will. Könnte gegebenenfalls, wenn er nicht verlängern will, sich ja auch für uns positiv auszahlen, wenn er da Stammspieler ist, dass man gegebenenfalls eben noch mehr Interessenten bekommt, gegebenenfalls noch mehr Ablöse rausholen kann. Sein derzeitiger Marktwert beläuft sich auf geschätzt zweieinhalb Millionen. Der geschätzte Marktwert war zwischenzeitlich, was normal ist bei ganz, ganz jungen Spielern. Die Stammspieler in der Bundesliga werden ja, glaube ich, sogar mal im zweistelligen Millionenbereich. Hat aber, wie gesagt, jetzt auch nur noch ein Jahr Vertrag. Ähm, man darf, glaube ich, auch eine Sache nicht vergessen. Wenn ich jetzt hier mal gucke, wann er das letzte Mal verlängert hat, das war am 10.05.2021. Ja? Da haben wir uns auch sehr gefreut. Damals haben wir aber auch noch andere Gehälter bezahlt. Ja? Also ich bin mir nicht mal sicher, ob wir bei einer Vertragsverlängerung derzeit auch jüngeren Spielern, er war ja da noch ein Jugendspieler, also der wird kein top bekommen haben. Ähm, genauso wahrscheinlich wie ein Gechter, als er verlängert hat. Das sind jetzt keine Top-Verdiener wie äh, Kempf, Kenny und Co und Seevolk. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob wir da noch was drauflegen können. Oder ob es sogar so ist, dass wir sagen, ey, wir würden dich sehr gerne halten, wir würden langfristig mit dir verlängern, wir bauen auf dich zukünftig, wir können eventuell eine Ausstiegsklausel reinschreiben, aber wir müssen sogar vom Gehalt runtergehen. Das weiß ich eben nicht, ja. Das wird auch schwer herauszufinden zu sein. Ähm, könnte aber durchaus sein, oder dass der Vertrag sehr leistungsbezogen ist und dass dann eben so ein Wechsel zu einem Bundesligisten sehr, sehr attraktiv, sowohl für Linus als auch für äh, Marton ist und für einen Club wie Augsburg, die ja mittlerweile auch Geld ausgeben können bei Transfers, ist natürlich zweieinhalb Millionen für einen Bundesliga-erfahrenen, 22-jährigen IV, der auch U-Nationalspieler war oder ist, ähm, äh war und jetzt eben Nationalspieler ist für Ungarn. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel Geld für die. Also aus deren Sicht relativ wenig Risiko. Und ja, wir müssen halt abwarten, was sich daraus ergibt. Ich würde gern beide behalten aber eben auch nicht auf Teufel komm raus und denen jetzt die Mega Gehälter anbieten, aber das werden wir auch nicht machen. Übrigens soll das Interesse zustande gekommen sein, weil unser ehemaliger Scout äh, Babaka Warneh oder Babaka Varne, den ja Freddy Bobic geholt hat und der einer von vielen Leuten war, die Bobic geholt hat, die wir dann eben wieder freigestellt haben. Der ist jetzt beim FC Augsburg. Wir haben ja den äh, Kaderplaner bzw. Chefscout von äh, Augsburg bekommen, Timon Polz. also fliegender Wechsel, und er soll wohl mittels auch Datenanalyse und weil er Marton kennt, den äh, Ma Marton den Augsburgern empfohlen haben. Wir werden sehen, wie viel an diesen ganzen Gerüchten, die derzeit so rumfliegen, wirklich dran ist. Ähm, ja, ich glaube, Fakt ist trotzdem auch, und ich denke, das wird er selber auch so sehen, dass er jetzt mit 22 Jahren irgendwann dann so den nächsten Entwicklungsschritt gehen muss, weil ich halte weiterhin sehr viel von seinen Fähigkeiten, aber es gibt trotzdem noch ganz viele Sachen, die er eben noch verbessern kann und verbessern äh, muss. Ob er zwangsläufig Stammspieler wäre bei Augsburg hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, ob der Trainer komplett auf ihn setzt und äh, ja, welche Spielweise er eben forciert. Ich würde jetzt keine Panik machen. Wir hatten schon ein paar geschrieben, ja, das ist doch nicht Berliner Weg. Ey, wir müssen so arbeiten. Wir bieten ihm einen Vertrag an, wenn er nicht verlängern will, dann ist es so, dann müssen wir ihn verkaufen. Gegebenenfalls kann Transferüberschuss für uns im Sommer so oder so essentiell sein und das muss dann eben mit den Spielern erzielt werden, die eben ansonsten nächstes Jahr ablösefrei werden. Ja, dieses, das war es eigentlich? Habe ich noch irgendwas? Ne, zum kurzen News-Update gerne mal eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare und ich freue mich auf den Stream heute Abend mit euch. Bleibt gesund äh, und morgen, ja, morgen geht es ja schon wieder ins Wochenende. In diesem Sinne, auhe und bis später